Servus Leute, was geht ab? Ich bin's euch, Shishamü. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie im Titel lesen konntet, geht's heute um einen neuen Tabak. Aber im Grunde genommen ist ganz nicht neu, weil dieser Hersteller hat davor Molassen wie PX1 gemacht, zum selber mischen, ja. Jetzt gibt's den Tabak als fertig, ja. So sieht das Ganze aus, nennt sich Holster. Ich habe hier den Kiwi Punch, so sein Kiwi Früchtemix, ja, mit bisschen Eis. Mach mal hier den Deckel vom Color Lotus 2 runter, den ich im letzten Video ja schon vorgestellt habe. Preislich liegt das Ganze bei 17,90 Euro, zeige ich euch jetzt hier mal. Zoom, zoom, zoom. Ich zeige mal Schnitt und Feuchtigkeit. Also das Ganze hat die Molasse wirklich sehr gut aufgenommen, ist ein mittlerer Schnitt. Mal was Feines dabei, mal auch mal was Gröberes dabei. Also schön durchwachsen. Eigentlich ideal auch im Funnel drin zu rauchen. Sehr nice. Ich bin ehrlich, ich habe eine Sorte davon gehabt, habe probiert in einem Shisha-Shop, beim lieben Ayo vom Shishayo. Und diese eine Sorte, die ich probiert habe, hat mich wirklich nicht so überzeugt. Ich habe mir gedacht, okay, Alter, wieder nur nach 15 Tabak. Lass ich sein, kaufe ich nicht. Dann hat der liebe Ilja gesagt, Digga, jetzt gibt es eine neue Sorte von denen halt, das haben die halt erst nachträglich bekommen, den Kiwi Punch. Und der soll richtig krank sein, ja, oder hört sich auf jeden Fall krank an. Hab mir gedacht, habe ich jetzt überlegt, soll ich kaufen oder nicht, bin ich hingefahren, habe ich ihn mir gekauft. Hab's aufgemacht, Dosen sehen aus wie von Tipsy oder Nameless. Hab gerochen, aber konnte erstmal nichts wahrnehmen, ja. Dann bin ich am Abend zu Hause gewesen, habe ihn nochmal gerochen. Und es riecht ganz anders. Das Ding riecht wirklich so krass. Es riecht wie diese Nestle Kiwi Ice Tea. Kennt ihr das? Da sind aber noch Früchte drin. Und genauso riecht es. Riecht einfach nur krank. Wirklich krank. Dann war ich ein bisschen skeptisch wegen der Hitzeverträglichkeit. Habe ich ihn gebaut. Gleich mal Vollkontakt. So wie immer halt, ja. Wenn ich Tabak kaufe, probiere ich ihn direkt erstmal im Vollkontakt, ob er läuft und ob er mir taugt. Weil das sagt schon mal viel aus. Da habe ich ihn gebaut, wie jetzt gerade, und habe erstmal 3 Minuten gewartet und einen Zug genommen. Und siehe da, es qualmt richtig gut. Dann kam der wichtige Aspekt, und zwar Geschmack. Menthol minimal vorhanden, also eher eine frische. Und dann kam das, was mich wirklich umgehauen hat, und zwar das Aroma, was da drin ist. Geruchlich ist es schon mal ein richtiges Brett. Geschmacklich kommt das Ganze ja meistens immer anders rüber. Aber in diesem Fall... richtig brutal, wirklich lecker. Übrigens rauche ich meine Emerald Hookah Handcut Snipe, den Japona Mami Kopf, Color Lotus 2 und 2 Shishko Kohlen diesmal. Weil ich mal neue Kohlen probieren wollte. Und natürlich mein Ocean Hooker, Sky Hooker, 24 Karat Carbon-Mundstück, was richtig geil ist. Und Mason Rip Tip. Viele sagen mal, was für ein Band, Alter, was du da hast, Digga, das steht dir nicht. Digga, ich setze den Trend in Deutschland. Jetzt kommen wir mal zum genauen Geschmack. Also die Kiwi zeichnet sich hier nicht so aus wie bei Hasso oder bei anderen Kiwi-Sorten, sondern ist eine ganz andere Kiwi. Was ich hier auf jeden Fall noch rausschmecke, mach mal Deckel zu, ist auf jeden Fall ein Apfelaroma, grüner Apfelaroma, gemischt mit diesem Kiwi. Ich bin ehrlich, ich war noch nicht auf der Seite drauf oder so, hab mir auch noch nicht durchgelesen, weil ich einfach probieren wollte, wie es schmeckt, nach was es schmeckt, aber ich schmecke auf jeden Fall richtig geilen anderen Kiwi raus, als sonst, wirklich exotisch. Süß gehalten bisschen, nicht zu süß, mit so einer leichten Säuerlichkeit. Was ich vermute, dass da grüner Apfel drin ist, ich weiß nicht, weil auf den Bildern sieht man halt auf jeden Fall wirklich nichts. Da sieht man halt nur Kiwi. Das Design ist auch richtig geil, wie ich finde. Auch mit dem Gold und so, Holsterkrone. Den liegt, also die Molasse war damals nicht so überzeugend, haben jetzt viele gemeint. Aber der Tabak überzeugt mich wirklich.
Es qualmt auch wirklich sehr gut, verträgt diese Hitze sehr gut. Also kann man bis zum Ende wirklich durchrauchen. Ich sag mal so eine Stunde 10. Dosendesign gefällt mir auch, aber eins gefällt mir hier wirklich nicht, und zwar der Preis 17,90 ist ein bisschen zu hoch angesetzt. Für 16,90 würde ich ihn definitiv kaufen. 17,90 habe ich ihn zwar gekauft, aber mich würde es freuen, wenn man in Zukunft den Preis wieder ein bisschen niedriger halten würde, weil zurzeit geht die Shisha-Branche wieder in Richtung teurer, auch die Tabaks werden immer teurer. Was ich ein bisschen blöd finde, weil eigentlich, es ist normaler Virginia-Tabak, ja okay, steckt ein bisschen mehr Arbeit drin vielleicht. Ich weiß nicht, wie das Ganze hergestellt wird. Mich würde auch mal so eine Produktion von dem Tabak wirklich interessieren. Aber trotzdem finde ich das Ganze ein bisschen teuer. Lagern könnt ihr das Ganze in den Dosen, das Ganze ist luftdicht, genauso wie Tipsy oder Nameless. Das Ganze wird hergestellt in Deutschland, von Holster Tobacco in Wiesbaden. Und ja, geschmacklich wirklich geiles Flavor, wirklich geiles Aroma. Müsst ihr echt mal probiert haben. Wenn ihr was von Holz probieren wollt, probiert den Kiwi Punch. Den Kiwi Punch ist richtig geiler Kiwi Apfelmix. Ja, nicht so kalt, auf jeden Fall auch ziemlich tropisch, wie ich finde. Richtig lecker. Und mehr habe ich dazu zu sagen. Dazu nehme ich jetzt erstmal ein Zügchen. Und wenn euch das Video gefallen hat, meine Freunde, tut mir einen Gefallen, aktiviert die Glocke, unten könnt ihr mich abonnieren, oben kommt ihr zum letzten Reel, was ich gedreht habe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, macht's gut. Was ich vergessen habe im letzten Video, Leute, an alle, die Weihnachten feiern, an alle meine christlichen Freunde, Freundinnen, Brüder, Schwestern, wünsche ich ein gesegnetes Fest, ja, genießt die Zeit mit eurer Familie. Macht's gut, und ich werde einfach zu Hause chillen, Köpfchen rauchen, bisschen chillen, bisschen Videos drehen für euch, und in diesem Sinne, macht's gut, haut's rein.